Willkommen in dem Palais Rantzau in Lübeck. Mein Name ist Margret Christensen. Ich bin Bauforscherin in der Hansestadt Lübeck und hatte das Glück, schon 1980 dort oben in dem obersten Erkerzimmer meinen ersten Arbeitsplatz nach dem Architekturstudium zu haben. Dieses Gebäude ist die letzte erhaltene Domkurie von ehemals 13 Domkurien und liegt hier im Südwesten der Stadt in der Nähe des Doms. Nach der Säkularisation 1803 ging dieses Gebäude in Privateigentum über und 1857 kaufte der Graf Rantzau Breitenbach dieses Palais und ließ es im Stile der Burgen- und Schlossromantik umbauen, wie Sie unschwer an dieser Fassade erkennen können. So hat man hier tatsächlich diesen mittelalterlichen Kernbau und diese seitlichen Anbauten, die aus verschiedenen Jahrhunderten stammen. Dann das zweite Obergeschoss stammt schon aus dem 17. Jahrhundert und darüber ist dann der Rantzausche mit dem Zinnenummantelung in dieser Traufregion.